Liebe Freunde, willkommen zurück. So, wir haben in der letzten Folge schon mal einen gegnerischen Mech rausgenommen. Und von unserem Missionsziel, soweit wir wissen, haben wir 25% erreicht. Wir haben schon in den letzten Folgen öfter mal gesehen, dass dann noch gegnerische Verstärkung kam. Aber ich gehe eigentlich davon aus, dass wir, wenn wir die rausgenommen haben, es auch wirklich geschafft haben. Weil das sind schon echt knackige Gegner. Ah, zwei schwere Mechs. Ein schwerer Mech liegt auf dem Boden. Dann, das erkennt man ja hier eine Initiative. Hier, noch ein schwerer Mech. Und dann haben wir noch zwei. Oh, Moment. Okay. Da ist ein Mech-Pilot am Werk. Der einen Initiative-Bonus liefert, glaube ich. Genauso wie bei uns. Moment. Medusa. Eieiei. Receiving you. Weiß ich gerade nicht. Numbers? Ja. Okay. Numbers ist es bei uns. Der kriegt ja auch plus 1 auf Initiative. Für Meisterstratege. Okay. Gut. Wir haben auch hier die Hitzeentwicklung bei den Gegnern schon ordentlich vorangetrieben. Also sie sind nicht auf die Wüste vorbereitet. Und dann geht's weiter. Also wir können jetzt auch mit Behemoth schon in Phase 4 starten, weil sie hat in der letzten Runde Wachsamkeit aktiviert. Initiative plus 1. Und sie hat Spitzen... Pilot. Ja, wir könnten auch hier mit dem Flammer jetzt arbeiten. Boah, schaut euch das an, ja. Aber dann würden wir natürlich extrem bearbeitet werden. Also für den Flammer müssen wir echt sehr nah dran sein. Tja. Komm, wir machen das. Wir werden aber vorher noch mit Numbers angreifen. Also wir werden gleich unter die 50% Schwelle sinken. Und dann hat Numbers noch, verdient er noch einmal von plus 1 Präzision. So. Einmal hier angreifen mit der LSR 20 plus. Plus kein Multiziel, leider. Na gut. Haben wir hier drauf. Dann Behemoth nach vorne, wo sie mit dem Flammer angreifen kann. So. Problem ist, der rechte Arm ist beschädigt. Und das linke Bein. Aber wir machen das mal so, dass wir den rechten Arm ein bisschen besser noch schützen. Den Gebein hält noch ein bisschen was aus. So, dann gehen wir jetzt dahin. Aktivieren ganz wichtig jetzt vor dem Angriff die Wachsamkeit. Und greifen jetzt hier mit allem an.
Roger that. Hehe, überhitzt. Wärme im kritischen Bereich. Sehr gut. Teilen wir Feuer auf. Greifen jetzt auch teilweise hier unsere im Wald geschützten Mech-Krieger an. Ja, das ist cool. Der kann aber jetzt im Nahkampf angreifen. Ready for orders. Ja, bearbeiten wir ihn weiter. Er kann hier in den Wald. Er kann auch erst angreifen und dann in den Wald. Was ist der Unterschied? Ich glaube kaum. Also er könnte halt hier ein bisschen das Feuer noch aufteilen. Der kann uns sich noch bewegen. Wir können jetzt erstmal mit Multiziel arbeiten. Dann bauen wir hier bei dem Zentorion einmal Ausweichen ab. Konzentrieren uns aber hauptsächlich den, ja. Die KSR2 macht am wenigsten Schaden, verursacht aber auch noch Stabilitätsschaden. Dann greifen wir mit allem hier vorne an, außer mit dem M-Laser. Der Spitzenpilot kann sich danach noch bewegen. Acknowledged. Spitzenpilot. Die rechte Seite den Gegnern zuweisen. Ja, okay. Überhitze ich nicht. Weil greift sogar mit der PPK an. Damage minimal. Jetzt Entwicklung ging noch mal ein bisschen nach oben. Okay. Das rechte Bein schützen. Das ist ja kein Problem. Da können wir uns ein bisschen drehen. Und ah, ich möchte auch nicht, dass der uns hier jetzt in den Rücken läuft. Einfach, soll einfach nur das rechte Bein ein bisschen nach hinten. Naja. Na gut, okay. So, mit beiden Waffensystemen hier angreifen. Wir überhitzen noch nicht. Moment, haben die hier Flamme eingebaut? Er hat eine Flamme eingebaut. Er nicht. Wir greifen ja trotzdem mit beiden Waffensystemen an. Ja. Mittlerer Torso 92. So angreifen Feuer. Hält hin. Pilot verletzt. Steht auf. Oh, er greift sogar mit der PPK an. Obwohl er bereits überhitzt war.
Okay. Good to go. Hehe. Ja, jetzt kann man ihr Gas geben. Nahkampfangriff und mit dem Flammer kann sie auch noch angreifen. Ja, natürlich auch einfach so angreifen. Ne, komm, wir machen einen Nahkampfangriff. Die Frage, ich denke gerade noch drüber nach mit der Wachsamkeit. Also sie wird dort stehen. Und dort wird sie den Nahkampfangriff durchführen. Gleiches Thema wie beim letzten Mal. Erst mit Numbers angreifen. Achso, vielleicht nimmt Numbers den schon raus. M-Laser und LSR 20 plus. Mit dem Laser kann er nur hier unten angreifen. Du greifst hier an mit beiden Waffensystemen. Auf geht's. Acknowledge. So, jetzt Vemos. Und sie bekommt dann auch wieder Wachsamkeit. Und hier können wir noch eine Auswahl treffen. Einmal von hier aus angreifen. Auch mit dem Flammer angreifen. Warning. Armor breached. Internal damage. Spitzenpilot. Okay. Das rechte Bein muss jetzt wirklich geschützt werden. Mal rein. Ja. LSR 15 plus greift hier an. Okay, Shadowhawk, hast du das erste Mal Schaden, kein Problem. So. Dann haben wir noch Medusa und danach wird er noch dran sein, ja? Vielleicht wird er noch dran sein. 28 mittlerer Torso. Wenn du von hier aus direkt angreifst. Mineralienfeld. Plus 4 Schwierigkeit, Einheiten in einem Minenfeld zu treffen. Plus 2 Schwierigkeit auf Angriffe durch Einheiten in einem Minenfeld. Beweg dich dahin und dann wirst du wahrscheinlich sogar noch einen Präzisionsschlag ausführen. Location confirmed.
Überlegen wir uns noch mal in den nächsten Sekunden. Ups, da kann ich mehr angreifen. Pilot verletzt. Kein Nahkampfangriff, okay. Und daneben geschossen. Er hat nur mit der PPK angegriffen, weil er ist halt das ist die Überhitzung. Das ist die Überhitzung, sehr cool. Und ja, nehmen wir den jetzt raus, oder? Beamoth, Nahkampfangriff. Und nochmal überhitzen mit dem Flammer. Okay. Von dort aus. Na, los geht's. Links Bein zerstört. Mit Arthur zerstört. Okay. That's a kill. So. Waiting for orders. Numbers ist noch sehr stabil. Könnte einfach hier stehen bleiben. Ah, die sind in der Initiative 3 dran. Können uns auch zurückhalten. Ich meine, was bringt uns der Angriff jetzt? Der bringt uns doch eigentlich relativ wenig gerade. Halten wir uns zurück und dann könnten wir ja danach das Feuer konzentrieren. Ah, Spitzenpilot kann sich noch bewegen. Achso, nochmal zurückhalten. Plus 10 Wärme erhalten. Okay. So. Commander. Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen. Ah, okay. Der ist jetzt für die LSR 20 zu weit, zu nah dran für einen perfekten Treffer. Aber Numbers ist ja auf jeden Fall in der nächsten Runde vor dem nochmal dran. Also wenn wir uns jetzt ein bisschen wegbewegen, dann haben wir hier wieder 80%, das ist doch okay. Mit 80% kann man noch arbeiten. So. Maximus.
Rechte Bein schützen. EPK und LSF-15. Eventuell aufteilen. Nee, nicht aufteilen. Einfach nur das rechte Bein schützen und dann können wir ja schon angreifen. Ich überlege gerade noch, vielleicht Wachsamkeit zu aktivieren. Dann kann er in der nächsten Runde nochmal vor ihm angreifen. Oder wir kriegen den auf Initiative 2 runter. Na kommt. Wir greifen so an. So, also, dann haben wir noch Medusa. Wenn der in der richtigen Entfernung positioniert ist, dann ist er doch ganz cool. Der LSR5 Plus ist ja ein bisschen schwächer, aber er hat Multiziel. Er könnte mit der LSR5. Ah, okay, hier hinten ist er auch nicht so toll. Dreimal 85%, einmal 50%. Oder von hinten halt, ne? Schafft er das, den zu flankieren? Wäre von der linken Seite. Dreimal M-Laser, KSL6. Wäre er schon deutlich schwächer. PPK ist aber im rechten Arm eingebaut. Wir machen das so. Mal dahin. Und Multiziel. Hinten nur die LSR 5 Plus und vorne alles andere. So. So, Initiative 4. Moment. Wer möchte denn gerade Linien sehen? Das wäre mit dem M-Laser und der LSR 20 Plus von vorne. Ohne Deckung, also ohne Wald. M-Laser so wichtig? Ich würde sagen, nein. Max Prozent. Okay, geh rein. Und hundert Schaden. 5×20. Ah, es wird nicht reichen, um hier 60 Schaden zu machen. Auch mit einem Präzisionsschlag nicht. Da kommen wir auf 50%, treffen zu 85% und dann zu 50% auf den linken Torso, das reicht nicht. Also einfach ganz normal angreifen. That hit something good.
Schützenpilot, der bewegt sich noch. Bin mal gespannt, ob wir mit B-Moth nah genug dran sind für einen Nahkampfangriff. Commander. Nein, aber wir haben 5×90%. Und greifen die linke Seite an und dann haben wir den linken Torso, der schon so gut beschädigt ist. Mach das einmal so. On my way. Dann organisieren wir, dass die B-Mod in der nächsten Runde auf jeden Fall vor dem da dran ist. Achtsamkeit. Und dann Angriff. Und allem. Linke Seite wird beschossen. My flamer is empty. Oh, Flammenwerfer. Munition verbraucht. Okay. Linke Arm zerstört. Oh, ich hoffe, da war nichts Wichtiges drin. Hat er die PPK drin? Ah. Habe ich den falsch gedreht? Habe ich den echt falsch gedreht? Und falsch gedreht. Mist. Also so eine Links-Rechts-Schwäche ist bei dem Spiel echt fatal. Das ist das linke Bein, nicht das rechte. Mist. Ja, mein Fehler. Boah. Also die linke Seite auf jeden Fall schützen. Ab in den Wald. So, dann haben wir noch Medusa. Der hat Multiziel. Aber ist auch noch am wenigsten beschädigt, glaube ich, von allen. Also. Rechte Seite zuweisen. Confirmed. Multiziel. So. Affirmative. Linker Torso und linker Arm zerstört. Blut verletzt. So. Dann, B-Moth hat keine Flammenwerfer-Munition mehr. Auch kann einen Nahkampfangriff durchführen. Und steht dann auch im Wald. Einmal so. Locked on for physical attack. Wärmetauscher zerstört. Und dann haben wir Numbers auch noch.
Das linke Bein ist stark beschädigt. Kein Multiziel. Wir könnten hier angreifen. 2x85%. Und wir würden auch die linke Seite anvisieren. Mal M bewegen. Ich glaube, du kriegst auch noch Bollwerk. Ah, wir wissen ja in die linke Seite an, okay. Wachsamkeit. Und Angriff. Linkes Bein zerstört, der fällt hin. Inflicted some heavy damage. Pilot verletzt und zurückgeschoben auf Initiative 2. 40% weniger Schaden bekommen. Oh, Spitzenpilot, okay. Kommt zu uns. Mittlerer Torso 16, also den werden wir jetzt wahrscheinlich nicht filetiert kriegen. Die große Frage ist auch, wollen wir das überhaupt? Also wir sind ja jetzt auch schon ganz schön angeschlagen. Die linke Seite schützen. Die PK ist noch intakt bei dem. Rechter Arm. Mittlerer Torso 4. Ah, okay, dann nehmen wir den jetzt raus. Hier haben wir Multiziel. Und. Da greife ich mir ganz viel unten an und mit ein bisschen hier, um einmal Ausweichen abzubauen. Bei B mit der KSZ2. Okay. Roger that. MT zerstört. Und Schaden gemacht, Ausweichen abgebaut. Numbers Commander. Ist vor dir dran. Wir haben keinen Spitzenpilot. Einfach angreifen und nochmal Wachsamkeit aktivieren. Ja. LSR 20 plus, die möchten wir doch eigentlich ordentlich ausreizen, 75%. Dann gehen wir ruhig dahin. Roger that. Initiative 5 sogar. Mit beiden Waffensystemen hier angreifen.
Okay. Ready for orders. Also, Nahkampf. Oder von hier aus, da mit den ganzen KSR-Waffen. Was haben wir denn da? Boah, das sieht eigentlich so noch besser aus als mit dem Nahkampf, solange wir noch Munition haben. So, dann greifen wir einfach mal so an. Wachsamkeit. Und... Boah, einmal ausweichen, organisieren. Maximus, linke Seite schützen, wie gehabt. 90%. So, Medusa von hier aus angreifen. Ja. All weapons are gone. Targets taken a critical hit. Ah, mit dir wollen wir nächste Runde auch vorher noch angreifen. Wachsamkeit. So, dann sind wir dreimal in der Runde 4 dran. Wie sieht es hier mit den Beinen aus, wenn wir einen Todessprung durchführen? Naja, haben wir sogar noch Panzerung. Medias hat 20 plus. Und wir müssen den linken Arm schützen. Rechte Seite zu wenden. Ah, vielleicht fällt er jetzt hin. Okay. Noch nicht. Boah, Medusa greifen wir mit allem an. Moving out. Here it comes. Fällt hin. Perfekt. Und dann? Yes, Commander. Haben wir den Todessprung. Er kommt, Todessprung. So. Here we go. They've blown past my armor. Oh, so viel Schaden aufs Bein. Oh Mann, Leute. Ja, okay. Das habe ich unterschätzt. Ich dachte, sie hatte ja sogar noch Panzerung gehabt.
Ja, Maximus hat nur der ist ja 15. Schaden. NSR Munition zerstört, Pilot nochmal verletzt worden. Und was machst du jetzt? Hehe. Mit einem Laser geschossen. Und läuft noch nach vorne. Initiative 3. Yes, Commander. Kriegen wir die rechte Seite anvisiert? Ne, das ist die Front. Auch die Front. Linken Arm schützen, das was wir die ganze Zeit schon machen. Heading out. Präzisionsschlag 85% und wir gehen auf den rechten Torso. Ja, mit 8 Torso zerstört, okay. Enemy down. Fantastische Arbeit, Commander. Ich gebe gleich unseren Auftraggebern Bescheid. Mission successful. Okay, haben wir doch ein bisschen. Ich glaube, ein Teil haben wir verloren gehabt. Da müssen wir halt richtig reparieren dann. Das richtig reparieren. Ja, richtig reparieren. Eine PPK müssen wir ersetzen. Also. Hier müssen wir nur reparieren, aber da müssen wir bei dem Arm, da müssen wir wirklich richtig austauschen. Ja. Wir können 3 Gegenstände wählen. Black Knight. Und 2 Thunderbolt. Thomas Thunderbolt. Oh, ja, meine LCR 15++. Moment. Ja, das ist natürlich auch spannend. 2 Schaden. Und das bei einer 15er Lafette. Also 30 Schaden mehr. Das ist natürlich nicht schlecht. Okay. Dann bestätigen wir das so. Und bekommen dann noch Centurion einen Teil dazu. Nimm Laser Plus, plus 1 Präzision, eine PPK, sehr gut. Die müssen wir ja auch ersetzen. Okay. Werf noch mal kurz einen Blick auf die Aufträge, die wir jetzt hier vor Ort haben. Ein bisschen gemeinsam planen noch. Mars ähnlich. Das Marsbiom ähnelt dem vierten Planeten des Terra-Systems. Die dünne Atmosphäre erschwert das Ableiten von Wärme und kann ohne Vorwarnung Staubstürme hervorrufen, die eine gewisse Deckung bieten.
Erstrahlte Gebiete bieten Schutz vor feindlicher Zielerfassung, bewirken aber auch eine gefährliche Wärmeentwicklung. Drei Totenschädel. Und bei der Hauptmission haben wir nur zwei, also das willst du ja eigentlich eigentlich anbieten, dann die Hauptmission erstmal zu machen, dass wir da nicht so hinterherhinken. Und Max, da müssen wir ja jetzt einiges auch reparieren. Na. Also, wahrscheinlich gehen wir dann die Hauptmission als nächstes an. Und ich schaue mir auch die Reparaturmaßnahmen vorher schon mal an und dann machen wir das gemeinsam. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye.